Azuma 11 Go! Schatten! Ja, ihr seht und hört richtig. Endlich geht es weiter mit Inazuma 11 Go Schatten. Und ich gehe erstmal ins Menü rein, denn sonst wird hier wieder der Trailer abgespielt. Nach gefühlt 2 Sekunden ist das ein bisschen nervig, aber macht ja nichts. So, ja, wieso können wir jetzt wieder weiterspielen? Wir haben die Storytaschen abgeschlossen und auch die finale Mannschaft besiegt, die finale optionale Mannschaft, nämlich die uralte Finsternis von Tezcat, genau. Aber wenn man jetzt die, ich sag mal, komplett durchgezockte Version mit einer komplett durchgezockten Edition von Inazuma 11 Go Schatten, Licht verbindet, indem man auch die Mannschaft von Bailon besiegt, nämlich das ewige Licht, genau, ich weiß noch alles, das ist schon 1000 Jahre her, ich weiß noch alles, und die beiden Editionen dann verbindet, was leider nur lokal geht, was ein bisschen blöd ist, denn ich wohne auf dem hintersten Kuhdorf. Aber endlich haben wir es geschafft. Ich habe mich mit Yellow Seekers getroffen, also mit Sebi. Wer es auf Twitter verfolgt hat, der weiß, wir haben uns zum Kinogucken verabredet. Da haben wir uns Digimon Adventures Try 2 angeguckt. Echt ein ziemlich cooler Film. Und haben auch japanisches Essen gegessen. So richtig klassische Ramen-Nudeln in so einer fetten Schüssel. Richtig, richtig lecker. Und hatten wir endlich auch mal die Möglichkeit, die Edition zu verbinden. Das heißt, wir kommen jetzt weiter bei Inazuma 11 Go und auch bei Inazuma 11 Go Chrono Stones. Das konnten wir auch verbinden, hammergeil. Und das bedeutet, dass beide Let's Plays noch ein bisschen weitergehen. So, und ich habe jetzt nicht nur die beiden Mannschaften freigeschaltet. Also hier bei Chrono Stones haben wir jetzt noch Team Zero. Wir kommen die Mannschaft von Ewiges Licht und Uralte Finsternis. Und dann haben wir, auf das ich noch ein bisschen geiler bin, ehrlich gesagt, bei Chrono Stones die Kinder der Nacht. Die Kombi-Mannschaft von Garschrein, Wulfrein oder wie der komische Werwolf-Typ heißt und natürlich meinen All-Time-Favorite, den ich schon bis ins Herz geschlossen habe, Desmodus Dracul. Boah, da bin ich so geil drauf. Aber erstmal gucken wir hier weiter und wir haben hier, was ich auch gar nicht wusste, auch zwei brandneue Fußballtouren. Und das ist mega geil, denn die Fußballtouren, die mache ich ja auch noch. Beziehungsweise in der Vorbereitung zu Inazuma 11 Ultimate, das irgendwann nächstes Jahr kommt, das ist dieses Jahr definitiv nicht, da bleibt mir viel zu wenig Zeit. Aber nächstes Jahr wird es irgendwann kommen. Das ist halt mit allen Fußballtouren aus allen Editionen und da habe ich noch so viel vorzubereiten und das ist echt pervers viel, aber ich habe mega Bock drauf. So, und jetzt kommt unter anderem auch die Fußballtour von diesem Typ her. Der Weiser heißt. Kein Plan, wer das ist, aber das ist ein neuer Fußballtouren-Typi. Bescheint, ihr seid bereits mit anderen Sphären in Kontakt getreten. Wollt ihr euch auch der geheimen Fußballtour öffnen? Okay, klingt ein bisschen sektenhaft, aber okay. Show me what you've got. So eine geheime Fußballtour. Beginnend mit den Küchenkickern. Und ich kalkuliere, es ist eine relativ einfache Fußballtour, also eine der einfachsten, die es gibt. Sieht doch ziemlich cool aus mit verschiedenen Weggabelungen. Bin schon mal ziemlich gespannt, das Ganze zu testen. Ja, wie gesagt, welche Mannschaften wir dann noch alles haben, beziehungsweise wie die Matches ausgehen, das seht ihr dann irgendwann nächstes Jahr, irgendwann Frühjahr, Sommer, Herbst, Winter, keine Ahnung, bei Inazuma 11 Go Ultimate. So, das war die Fußballtour. Dann haben wir noch eine, die auch mega krass ist, die ist ja beim guten alten Inazuma 11 Tower. Der Tower! Hier drüben. Mit dem guten alten Darren LaChance. Man erkennt ihn nicht wieder, aber das ist er. Der gute alte Fanboy von Mark. Ich habe gehört, dass ihr von keinem klein kriegen lasst. Recht so. Versucht euch doch mal an meinen geheimen Ultra-Turnier. Ultra-Turnier? Hui, klingt stark. Und das geht los mit, Gott, das sieht aus, eieiei, mit den, hoppala, ganz ruhig, den Robo-Rowdies. Ach, Rowdies, so ein schönes Wort, so richtig 80er-Jahre-Style. Sieht auch ein bisschen leicht verborgen aus, aber das kriegen wir auch hin. Ich weiß nicht, ob das auch einfach oder schwieriger sein soll, aber ja, das sehen wir dann irgendwann. So, viel dazu. Und
dann würde ich sagen, gehen wir zur finalen Schlacht. Und dazu müssen wir erst Richtung Sanctum reisen, wo ich jetzt gar nicht bin. So, dazu muss ich jetzt erstmal, genau, da musste ich mit dem Boot hinschippern. Im Roulette Park. Bei der Aqua Arena im Wasserbereich, genau, so war das. So, ein komischer Ort zum Hinkommen, aber das ist schon unsere Möchtegern MSN. So, und jetzt keine Teams herausfordern, bitte. Bitte, danke. So. Und dann können wir ganz gemütlich dann hinüberschippern. Oder? Hallo? Wollt ihr zum Sanctum? Natürlich. Dann los. Mysteriös. Voll aufgeladen bin ich. Jo. Ach, übrigens. Wir haben sogar ein Netz gespielt. Und ich konnte sogar ein Tor machen. Gegen die legendären Little Busters oder Little Busters auf Team Level 99. Weil das eigentlich eher so ein Glückstreffer war, aber ein Tor habe ich gemacht. Da bin ich schon ziemlich stolz drauf. Und die haben auch irgendwie versucht, eine Herausforderung irgendwie per. Ach, wer ist der Schwachsinn? Per Dingsbum zu verschicken, dass ich dann sozusagen seine Spielerdaten habe und das Ganze dann auch irgendwie offscreen. Also, ja, später dann zu Hause nochmal nachzuspielen, irgendwie als Herausforderung. Das ist mega geil gewesen, aber es hat irgendwie nicht so richtig funktioniert. Genau per drahtlos Street Pass funktionsmäßig irgendwie, aber kein Plan, wie das funktioniert. Also die per Street Pass Herausforderung. Das klappt dann nicht so ganz. Aber macht ja nichts. War trotzdem ein ziemlich spannendes Match. Wir haben auch dann bei Kronos uns gegeneinander gespielt, aber dann hat es leider ein bisschen geregnet und dann haben wir es dann verdünnisiert. Vorsichtig, vorsichtig! Oh mein Gott! Nicht die Blacks! Ein bisschen laut. Nicht die legendäre Bauerntruppe. Na gut. Kommen wir wieder rein. So. Wie spielte man das nochmal? Jo, läuft doch ganz gut. Und Arion oder Victoria? Onyx-Schwinge. Obwohl, ich weiß nicht, ob ich ihn da aufladen kann, kurz zuvor. Ich denke aber schon, ich müsste noch genug Items haben. Okay. Dann gib Vollgas. Onyx-Schwinge. Gib ihm richtig hart. Kettenschuss. Wenn schon geil, dann richtig. Schallmauerschock. Habe ich passenderweise auch das Testcard-Outfit an. Das wurde finsternes Trikot. Könnte es sein, ja. Spitze! Ach nee, ist ein anderes. Glaub ich zumindest. Ui, die bringen relativ viele Erfahrungspunkte. Interessant. Okay. Level up bei Alter Cassador. Sehr schön. Jetzt musste ich mal gucken. Inventory. Ach, da habe ich so viel Zeugs. Gott. Das ist der Wahnsinn. Okay, da habe ich kein Problem. Erstmal gucken bei. Aber doch, Finsternis Rekord. Okay. Das Rekord der alten Finsternis. Okay, ist es doch. Alles klar. Und ich glaube, das Team Sibu-Trikot habe ich sogar bei Kronos dann irgendwo. Also wie das aussieht, weiß ich schon. Das ist so ein schwarz-weiß gehaltenes, das sieht richtig cool aus. Und ich glaube, das kann man auch irgendwie hier bekommen. Aber ich glaube, irgendeine Fußballtour. Genau, hier war dann das finale Match. Und hier konnte man nicht weitergehen. Man konnte gerade mal bis irgendwo hier hingehen und dann wurde gesagt, nein, ihr könnt nicht weitergehen. Aber jetzt können wir weitergehen. Und dann können wir endlich herausfinden, was die unglaublich starke Macht von. Ach, ich weiß es nochmal. Ich will ja keinen Quatsch erzählen. Das muss ich doch nachgucken. Ist es schon ein paar Jahre hier? Ereignis, wie heißt das ganze Gedöns? Der 5. Sektor, genau.
Und da hat sich die Story ein bisschen gespalten. Einerseits hier, zum Story-Ende, mehr oder weniger. Und dann natürlich noch hier. Die ganzen guten Spieler der Mittelstufe verschwinden aus der Schule. Ich mache mir Sorgen. Wo gehen sie nun alle hin? In Richtung Sanktum. Und das richtig mysteriöse Geheimnis, das werden wir jetzt lüften, indem wir Team Zero besiegen. Und ich hoffe, ich schaffe das, aber gucken wir mal. Let's go. Sieht ziemlich geil aus. Das ist also das Sanktumstadion. Täusche ich mich oder ist die Luft hier wirklich ziemlich abgestanden? Oh, hier ist es wirklich unheimlich. Selbst ich bin hier noch nie gewesen. So viel ich weiß, sind nur sehr wenige unversehrt von hier zurückgekehrt. Oh. Dort wartet das Team, das noch besser spielt als das ewige Licht und die uralte Finsternis. Los, gehen wir. Genau. Team Zero. Gott, sieht das geil aus. Ist schon krass, was die aus so einem kleinen Bildschirm atmosphärisch irgendwie bildtechnisch reinkriegen. Das sieht ja mega geil aus. Puh. Willkommen im Stadion von Sanktum. Wir haben schon auf euch gewartet, Mannschaft von Raimon. Pink ist der Trainer, genau. Ich dachte mir schon, der hat doch irgendeinen komischen Namen. Ja genau, passender Name zum Outfit. Passt perfekt. Und das war, glaube ich, der, nicht direkt der Trainer, sondern irgendwie der Ausbilder von 5 Sektor oder der Kommandant. Irgendwie sowas war das. Okay. Dann bringen wir die Mannschaft her. Ich bin gespannt. Gestattet mir, euch euren Gegner vorzustellen. Euren Untergang. Die ultimative Mannschaft. Zero. Untergang. Zero. Wow. Tescat und Weilung? Jupp. Und alle Spieler, die nicht Rüstung, das kommt ja später bei Chronosons. Alle Spieler, die... Ach, wer heißt das noch? Gott, ich habe mich nur vorbereitet. Alle Spieler, die Avatare beschwören können. Glaube ich, habe ich irgendwo gelesen. Wird auf jeden Fall ein ziemlich spannendes und hartes Match. Das ewige Licht vereint mit der uralten Finsternis die ultimative Mannschaft. Na, die ultimative Mannschaft, die gründen wir. Die Ultimate 11 oder Gambling Ultimate 11. Ich glaube, den werde ich so später nennen. Aber okay, nehmen wir es erstmal die ultimative Mannschaft, möchte gerne Mannschaft, nennen wir sie so. Licht und Finsternis, das ist also ihre Stärke. Es war von Anfang an ihre Absicht, diese Mannschaften zu vereinen, um die ultimative 11 zu schaffen. Naja, ultimative 11, die haben wir später auch bei Chronostones. Macht keine so komischen Namen, ihr verwirrt mich. Ja, sehr scharfsinnig. Tatsächlich waren sie gewissermaßen Gegenpole. Licht und Schatten, Ordnung und Chaos. Oh, Licht und Schatten, so ein Zufall. Nur durch das Vereinen dieser Gegensätze konnte die ultimative Mannschaft geschaffen werden. Zero. Auch eure Ankunft auf dieser Insel war ein Teil unseres Plans. Je härter ihr gegen uns gekämpft habt, desto stärker wurden wir. Ihr habt euch geopfert, um uns Überlegenheit zu verschaffen. Was? Ja, aber... Tescat! Genug! Lasst uns das Spiel beginnen! Diese letzte Schlacht wird der Abschluss von Projekt Zero. Bringen wir den Fußball zurück. Und Gesprächsphase. Ach, wie geil, wie habe ich das vermisst? Na gut, erstmal aufladen. Ich kann es ja. 175, ich habe 30.000. Ich habe Punkte ohne Ende hier. Gott, das sieht schön aus. Richtig schöne Ornamente. Wow. Foto machen. Alles für Instagram, Sonnensymbol.
Dann müsst ihr hier... Hi. Das... Oh. Sieht sogar ein bisschen aus wie das von Pokémon Mond, das Symbol irgendwie. Natürlich das Mond-Symbol. Gut, ich kann nicht quatschen. Ist hier noch irgendwas? Nö. Okay. Dann erstmal die Mannschaft an sich ein bisschen zum Beruhigen. Alles klar, check. Habt ihr nochmal die Mägen vorgeschlagen, bevor wir hergekommen sind? Leere Mägen spielen nämlich schlecht. Trainer? Jack, du warst auf der Toilette, ja? Klar. Und du, Arian? Ja, Trainer. Gut, dann los. Zeigt ihnen, was Raimon auf dem Kasten hat. Was hat das mit dem Klugin zu tun? Na egal. Vielleicht wegen dem Luftdruck oder so, weil wir 30.000 Meter in der Lüfte sind oder so. Keine Ahnung. Zero ist wirklich nicht ohne. Wir müssen sie den Clown von Fifth Sector entreißen. Und zwar schnell. Genau. Beim Fußball geht es um mehr als nur ums Gewinnen. Das hat Mark mir vor langer Zeit beigebracht. Jetzt sind wir dran. Nee, eigentlich bin eher ich dran. Mark Evans. Habe mir vor langer Zeit geholfen, als ich in einer Art Krise wegen meiner fußballerischen Fähigkeiten steckte. Aus diesem Grund möchte ich den Kindern helfen, die jetzt in der Patsche sitzen. Ich möchte ihnen den wahren Fußball vermitteln. Genau, und ihr beiden noch? Ach, die habe ich schon 1000 Jahre nicht mehr gesehen. Wahnsinn! Der gute alte Stonewall. Uff, was für ein gruseliger Ort. Und das von Stonewall. Der ich fast nicht mehr wieder kann, weil ich ihn nur noch von den ganzen Ares-Videos als Jugendlichen kenne. Okay, da ist die finale Ansprache. Wo sind Tescott und Beilung? Wenn wir den auch noch quatschen? Na, geht wohl nicht. Na gut, ist denn hier jemand? Nö. Irgendwas versteckt? Nö. Okay, dann. Let's get it on. So, aufgepasst. Keine Alleingänge, klar? Ihr seid eine Mannschaft, also spielt zusammen. Ja, hört auf Jude. Es ist gut, wenn man weiß, dass die Mitspieler ihn immer unterstützen. Ist ja das erste Mal, dass man sowas von dir hört, Stonewall. Ha, na und? Ich darf doch wohl auch mal ab und zu was Nettes sagen. Okay. Seid ihr bereit? Fußball bestimmt den Wert eines Menschen. Wer nicht gewinnen kann, der kann auch niemanden beschützen. Arian, kannst du jene beschützen, die dir am Herzen liegen? Tescott, ich... Victor, ich habe den Tag herbeigesehnt, an dem ich endgültig meine Rechnung mit dir begleichen kann. So, so. Hast du das, ja? Lasst uns euch die Macht demonstrieren, die wir durch langes und hartes Streben erlangt haben. Leute, ich zähle auf euch. Zeigt denen, was Raimon wirklich kann. Ihr seid wirklich unsere Nachfolger. Die neue Raimon-Mannschaft. Habt ihr verstanden? Ja, Trainer! Trainer Evans, Freunde, ich werde euch nicht enttäuschen. Wir nehmen die Herausforderung an. Wir vertreten Raimon und wir sind stolz darauf. Das schaffen wir. Es wird Zeit, den Fußball zu befreien. Ich bin bereit. Hoffe ich zumindest. Oh. Cooles Symbol und Team Level 65. Das kann spannend werden. Gucken wir ganz kurz. Ich habe so gut wie nichts vorbereitet irgendwie. In irgendeiner Art und Weise. Ich denke mal, das passt schon soweit. Aufstellung passt auch gut. Kann die Gradienz ändern. Okay, levelmäßig bin ich so bei
50-60 rum. Okay, wie sieht's dann bei Zero aus? Ja, die rechte Seite verursacht die 15, die linke Seite kenne ich jetzt weniger, okay. Es wird so und so aufgeteilt. Und levelmäßig 70. Ah ja, 60-70 rum. Eieiei. Eieiei. Soll ich mir die ganzen Spiele vorstellen? Ich denke mal, die Hälfte kennen wir schon. Ach, warum nicht? Wir haben ja Zeit. Okay, los geht's bei Bailong. Einer der besten imperialen Spieler und ist sich dessen überaus bewusst. Yang, scheint planlos, ist aber ein gewiefter und abgebrühter Stratege. Geht's noch hin? Irgendwo? Ne. Crow hat sich zum Ziel gesetzt, alle Berge in ganz Japan zu besteigen. Halt die Krähe, passt ganz gut. Beamer Day, 10 Verteidiger, der auch am Ball bleibt, wenn er ihn verloren hat. Und Dwight Whittaker, den habe ich schon mal irgendwo gesehen. Unglaublich starker Typ, der 200 Kilo stemmen kann. An schwachen Tagen. Und da haben wir noch Albion Lumina. Dank seines Pokerface weiß man nicht so genau, was in ihm vorgeht. Und ich glaube, das war auch der Trainer von World of Finsternis, oder? Der Torwart. Denke ich zumindest mal. Candy Douglas. So misstrauisch, dass er auch sein Team nie die ganze Wahrheit sagt. Und er hat ziemlich coole Techniken und Werte. Eieiei. So, weiter geht's mit Dontavius Spectrum. Ist das ein cooler Name? Sie taumeln es aus, verfügt aber über die Schusskraft einer Handfeuerwaffe. 190. Okay, die haben ein bisschen mehr. Oder ziemlich starke Techniken. Jo, Silver Markham, die kenne ich schon, die Technik. Ach du Scheiße. Und Tempo 100. Ach du meine Güte. Die hauen richtig rein. Okay, weiter geht's mit Shady Schwarz. Schnitzmusikinstrumente aus Holz, Kastagnetten, Flöten, Xylophone. Und noch Ballet Obscura. Okay. Liebt es in seiner Freizeit, Bilder mit Kohle zu zeichnen. Alles klar, kein Trainer, Aufstellung 0. 4-2-4 System. Voller Angriff, volle Abwehr. Das ist schon stark. Na gut. Gucken wir erstmal. Ganz ruhig. Und das Sanctum-Stadion ist voll. Und auch die letzte freischaltbare Stadion. Ich habe mich schon immer gefragt, was ist das letzte, was man da machen kann. Das ist das hier, Sanctum-Stadion. Okay, ganz ruhig. Das schaffen wir schon. Start und let's go! Wieder mal eine gute alte Taktik. Wer sie noch kennt. Damals 2015, 16 rum, ist das schon Jahre her, dass ich gespielt habe. Aber immer noch einigermaßen effektiv. Genau, jeder von denen hat Kampfgeister. Genau, das war das Wort Kampfgeister. Und auch relativ starke. Nebelsprint. Bringt jetzt nichts. Ne, dachte ich mir schon. Okay, dann holen wir mal den Kampfgeist von Victoras zur Lancelot. Ist okay. Er könnte hier sogar fusionieren, genau. Lancelot, Maestro und Pegasus. Da kann man ja eine Fusion machen. Ich glaube, das wäre ziemlich praktisch bei diesem finalen Kampf hier. Ich denke, drei konnte man ja maximal draußen haben. Erobern! Ha! Viel Kraft verloren, aber abseits, verdammt. Ah, das kann witzig werden. Und witzig meine ich nervig. Rätschen alle drei in einem Fleck, das ist super. Da alle gestunt werden. Und das Tor ist frei. Ach, ist das geil. Nochmal rätschen. Der hat immer noch viel zu viel Kraft, das ist echt
suboptimal. Okay, du hast auch keinen Kampfgeist, das bringt also auch nichts. Du kannst jetzt nur noch grätschen. Grätschen till the end. Außer... ich... glaube noch AD. Ich versuch's zumindest mal. Ne. Fehlschlag. Energienetz. Ha, die Kraft neigt sich dem Ende zu, zum Glück. Kommt der nächste Kampfgeist, okay. Der von dir, ein schwarzer Springer. Ha, Moment, ich hoffe, den kann ich cool verteidigen. Ne, leider nicht. Ja, schön nach hinten schießen, das ist ganz gut. Ha! Gut, das war jetzt eher Glück, aber trotzdem. Ha! Okay, das war jetzt kein Glück. Aber ja, Glück gehört dazu beim guten alten Gambler. So, komm schon, komm schon. Moment, ich kann schon den nächsten beschwören. Wenn der Puste ausgeht, so, der hat noch 60. Dann holen wir mal Pegasus raus. Sorry, jetzt Pegasus. Vorname jetzt, Nachname Pegasus. Dann haben wir schon zwei. Na. Ah. Sieht aus, als würde der reingehen. Ich versuche es dann mit Penta stehlen. Das ist, glaube ich, das Stärkste, was ich jetzt habe. Okay, normaler Schuss. Gute Kampfgeist, aber trotzdem. Der könnte ein bisschen wehtun. Und geht zurück an den Absender. Ah, perfekt. Dann grätschen wir mal Glow durch. Apropos Glow, das ist eine ziemlich geile Serie, die gerade auf Netflix läuft seit kurzem. Namentlich Glorious Days of Wrestling kann ich sehr empfehlen. Wahnsinnig cool. So, dann kommt noch Rickety Dicky. Genau. Und dann wird der Kampfgeist fusioniert. 10, 9. Und machen wir jetzt mal ein Tor. Ja, warum nicht? Zum Warm werden einmal Pegasus Faust. Ich hoffe, der geht rein. Sieht schon mal ziemlich gut aus. Kein Kampfgeist draußen. Viper Biss ist, glaube ich, keine Ahnung. Ha! Zähne gebrochen und der ist drin. Boah, ich fühle mich 2 Jahre jünger. Gott, da kommen wieder richtig die Lebensfreude hoch. Wahnsinn. Richtig geil. Wie unschön. Genauso wie dein Gesicht. Weil dein Make-up ziemlich cool ist eigentlich. Tja, ich hab's geschafft. Moment, wir haben relativ wenig Zeit. Ich weiß nicht, ob dann die Fusion wieder aufgehoben wird. Beziehungsweise die Beschwörungen. Aber versuch's zumindest nochmal. Außer irgendwas passiert jetzt. Peilung, jetzt. Was passiert hier? Ich hab Angst. Exodus. Zeigen wir Ihnen unsere ultimative Macht. Ah! Was hattest du nochmal? Das weißt du gar nicht so genau. Genau, der weiße Drache, der heilige Lindwurm. Paladin des Lichts Artus. Werde Zeuge der Verbindung unserer Kampfgeister. Artus, Paladin des Lichts. Das wusste ich jetzt auch gar nicht. Das ist ja krass. Eine Kombination aus weißen Drachen und Exodus. Cool. Aber das kann ich ja auch. Erstmal erobern. Ich hoffe, ich erwische noch ganz gut. Aus der Zeit, ich bin noch gut dabei. Also jetzt geht es kaputt, das wäre ziemlich kacke. Ah nein! Okay, jetzt haben wir kein richtiges Problem eigentlich. Wir müssen noch ein bisschen warten. Puh. Das war jetzt knapp. Saved by the Bell. Nun zeigen wir euch mal richtig, was wir können. Oh, das wird einfach.
Ja gut, eins zu haben wir schon, aber ich hätte schon ziemlich Bock auf Kampfgeistfusion. Ich hoffe, die beiden sind auch aktiv. Jo, sieht ganz gut aus. Die sind aktiv am Start. Leider genauso wie die beiden. Aber das sieht aus. Okay, jetzt TP-Fusion. Jupp, das machen wir. Ja. Dann kommt du noch mal raus. Elysisches Ross. Soll ich angreifen? Ich hoffe, er macht mich nicht kaputt wie vorher. Oh, das ist doch relativ stark. One-Hit-KO. Ach du Scheiße. Da ist es schon stark. Okidoki. Also, solange die Tierball sind. 509. Ach du Scheiße. Nee. Ich kann doch gar nicht machen, was ich will. Das bringt ja überhaupt nichts. Ich werde gerade hinten keinen, der Kampfgeister hat. Also. Wird auch nichts bringen wahrscheinlich. Atlantis dann. Ah, nicht mal das bringt was. So, Sam. Ich glaube, der muss reingehen. Auch wenn es ein normaler Schuss ist, aber ich glaube, der ist zu strong. Oder? Jupp. Leider. Ihr müsst stärker werden. Okay, wenn die Boys sind, dann habe ich ein kleines Problem. Gah! Ja, der ist drin. So, ich versuch's noch einmal. Genau, die beiden sind noch draußen. Fesseln, fesseln, das passt. Nein, es geht nicht mehr. Wir keine zweite TP-Fusion. Nein. So, dann gibt es keine Fusion aus den dreien. Verdammt. Okay, dann Musashi. Boah, das wäre zu geil gewesen. Aber egal, ich muss einfach nur gewinnen. Gewinne, gewinne, gewinne. Ausweichen, wenn es irgendwas bringt. Cesar ist schon relativ down. Nach vorne. Das sieht ganz gut aus, Gretchen. Stachelpult. Und right in my face. Aufgestießen, stochen, aufgebohrt, keine Ahnung was. Hoppla. Ah, das macht nichts. Den habe ich schon. Und ich hoffe, ich kann ihn gut verteidigen. Jawohl. Orca-Klatsche gegen die Lady in Red. Gib mir einen Foul. Juckt mich aber jetzt nicht so krass. Da gibt's Schlimmeres. Gerätschen. Ah. Oh, der ist ziemlich stark. Aber Tesco habe ich gesehen. Ah, nicht mehr so stark. Vielleicht. Okay, der hat noch. Ha, jetzt ist er schon mal down. Ist zumindest der Kampfgeist mal weg. Jetzt holst du den Richter raus, okay. AD. Versuch's, aber ich denke. Ne. Da sagt AD mal wieder. AD, lieber Ball. Oh. Das ist kacke. Moment. Feuer, Feuer, Feuer. Versuchen wir es wenigstens mal so. Er ist ja beides Baum, Holz, Energie, Dingsbums. Okay, der Energienetz wird auch nichts bringen. Ne, bringt überhaupt absolut rein gar nichts. So, jetzt nochmal letzter Versuch. Atlantis Damm. Also wenn der nichts bringt, dann bringt er gar nichts was. So. Jetzt Technik holt Geiers Hände eventuell. Aber ich denke, der wird auch eventuell ins Blutheft reingehen. Und 2-2-1, das kann ich gar nicht mehr verhindern. Ui. Es bleibt spannend. Ein paar Minuten haben wir noch Zeit. Wirbelsprint. Ha.
Die Spannung steigt. Nochmal? Nein! Ganz ruhig. Wir haben noch massig Zeit. Okay, 2 Minuten, aber... Das ist viel Zeit. Da kann man noch so einiges rumreißen. Nicht nur das Ruder. Moment, wer ist am Ball? Du bist am Ball. Ganz ruhig. Gabi, schüttel die Basis. Genau, das Stunsblut, das ist ein bisschen stark. Aber nicht so stark wie Windhaken. Ach, das ist so mega stark. Immer diese nervige Windhaken. Ende zweite Halbzeit 1:1. Gibt es eine Verlängerung? Bitte, bitte, bitte. Kommt zu glauben, dass ihr mir das mithalten könnt. Keine Angst. Wir gewinnen schon noch. Gibt es Verlängerung? Ich weiß das nie. Verlängerung bei Story spielen? Ja, nein. Ja. Gott sei es gedankt. Okay, dann gucken wir mal, dass die Mannschaft noch ein bisschen besser aufstellen können. Kann ich jetzt eigentlich nochmal Dings rausholen? Erst Pegasus 2, das wäre mega cool. Gewinnt ein bisschen knapp von der Zeit her, aber das wäre richtig krass. Ah, da habe ich meine komische Mannschaft. Da habe ich ja noch Edward Chapel, Endeis, dann Cornelius Rose aus irgendeinem Grund. Aber ist der nicht in meiner Mannschaft drin? Keine Ahnung. Und noch der gute alte Thrasher. Wo mir noch eine Technik fehlt, genau. Und der Stefan Fuß ein super, das tut so richtig weh. Ach, das ist ja super. Ah, Moment. Ah, ein bisschen besser. Ich hasse das Gefühl, wenn der Fuß anstirbt, der ganze Fuß so komisch kribbelt. Das ist so ekelhaft. Aber gut. Lass uns nicht aufhalten, Team Zero zu besiegen. So. Wie sieht es da eigentlich aus bei dir? Mein Felsen der Brandung, das sieht ganz gut aus. Da vorne im Sturm. Das sieht eigentlich auch noch relativ gut aus. Also keiner ist richtig krass angeschlagen. Also alle geht es eigentlich relativ gut. Hier bei den Verteidigern, da habe ich ja eh nur die 2. Ah. Mann, oh Mann. Okay, dann gebe ich nur Wandi ein bisschen was und Sam auf jeden Fall. Items. TP, das war Essen, genau. Großzügig ist immer gut. Einmal bei dir. Dann das zweite bei... Okay, ich denke mal... Ah, die könnte ich vielleicht austauschen. Wo ist der Dings da? Genau. Und ansonsten ist es eigentlich relativ... Okay, Erwin vielleicht noch? Erwin braucht beides. Und beides ist KP und TP. Das war das hier. Großzügig Universalsprung. Hier haben wir nur eins, aber... Das hat sich Aaron definitiv verdient. So, genieße es. Ein wenig. Na, reicht aber zum vollständigen Aufladen. Perfekt. Ich denke, mehr geht eh nicht mehr. Ne, das waren schon alle. Der Reihe und der Zahl ist immer nur auf 3 limitiert, was ein bisschen schade ist. Und von auch schon nicht mehr oder andere Spieler reinstellen. Obwohl er die hat, Triple Mega Plus, das ist auch ziemlich stark, ein Flug für Schnalle. Stimmt, ich habe Pferdschuss-Technik, Gott. Ich vergesse schon wieder 1000 Gameplay-Elemente. Genau, bei dir. Er könnte dich auch theoretisch ins Tor reinstellen. Ich vergesse immer, dass du auch ein kleiner Torwart bist. Okay, du bist ultra im Dribbler einigermaßen, aber ansonsten, wieso bist du in meiner Mannschaft drin? Das heißt kein Mensch. Gerade war ich ein bisschen betrunken oder so, keine Ahnung. Okay.
dann bleibt die Mannschaft so, wie sie ist. Sind die beiden noch aktiv am Start? Natürlich. Okay, dann gucken wir mal, ob ich wieder Albion Erzwege so entlocken kann. Das wäre mega. Mal gucken. Ah, wo ist er denn? Da. Ne, geht immer noch nicht. Schade. Ach schon, weil der Musashi draußen ist. Kann ich den jetzt irgendwie... zurückrufen geht, aber du musst irgendwie wieder ein bisschen warten, aber das ist es mir wert. Nein! Why do you shoot? Dahin! Kommt mein Englisch schon wieder. Ach, auch nur Schwarz, der einen Kampfgeist draußen hat. Super. Das hast du ja ganz toll gemacht. Mega, komm schon. Schnell! Wird wieder nichts bringen wahrscheinlich. Ich denke, jetzt habe ich es richtig verkackt. Lauf! Da kommt wieder meine Frauenstürme raus. Das ist kein gutes Zeichen. Eckdongler. Gott sei es gedankt. Hui. So, und wir haben noch ein paar Sekunden gewonnen. Das bedeutet, wir haben Platz. Und das bedeutet, Erzpegasus kann immer noch nicht raus. Das ist... warum? Ich könnte die Musashi noch TP fusionieren, aber dafür jetzt keinen Bock. Ach, schade. Okay, dann kommst du wieder raus. Was soll's? Kampfgeister kann man nie genug haben. Und der ist auch ziemlich stark, Musashi. Ich will unbedingt fusionieren, verdammt. Wie sagt der schon wieder den Ball? Ach, Mann. Jetzt kann ich wieder verteidigen. Gute Verteidigung ist nicht schlecht, zumindest zur zweiten Halbzeit. Oh, was kommt jetzt? Der schwarze Bauer. Einer der schwächsten der gegnerischen Kampfgeister, das habe ich jetzt weniger Probleme damit. Sagt der und lässt wieder drei Tore rein wahrscheinlich. Dschungelpresse? Nein! Der hat aber schon fast die Chance gehabt. Moment, kann ich nicht. Ausschnitt kann ich jetzt nichts wenden, oder? Ne, schade. Denn ich glaube, genau, du hast Atlas. Da hätte ich mehr Chance als hier, denn du hast gar nichts. Und das fällt mir jetzt auf. Okay, wenn ich zumindest bis zur Zeit glaube, überlebe, also nicht besiegt worden bin, dann tausche ich mal einen Jeep herein. Aber... okay, der kommt nicht mehr an. Okay, ich denke mal, wenn es blöd läuft, dann haben wir jetzt gleich verloren. Gretchen. Nein. Komm schon, komm schon, komm schon. Dunstwirbel. Ah. Du hast Feuer. Ich habe Geiers Hände. Da hatte ich schon mal Glück. Und das ist auch in Anführungszeichen nur der schwarze Bauer. Und jetzt ist sie down. Zumindest der Kampfgeist. Den könnte ich jetzt abwehren. Mit viel Glück. Was ist das für ein spannendes Match? Das ist ja der Wahnsinn. Eure Angriffe waren sehr vorhersehbar. So, da wollen wir mal richtig loslegen. Puh. Ich schwitze schon ein bisschen. Ich habe mich schon dazu überspannt und knapp war aber so. Man kann es auch übertreiben. Okay, dann wie gesagt kommt mal Atulas so rein. Jetzt sind wir erstmal der kleine Jeremy Pascal. Okay, das gibt mir einen weiteren Kampfgeist. Dafür. Ich kann die Hindu 3 aktivieren. Moment. Ach, dieser super geile Stylus. So. Okay. Von dem brauche ich eigentlich gar keinen so richtig. Okay, dann spielen wir so weiter.
weiterspielen. Start. Gleich. Kampfgeist. Wollen wir sagen, der von Victor geht weg. Zurückrufen. Ich hoffe mal, die Zeit reicht, damit sich ungefähr 10 Sekunden. Wo sagen sie jetzt? Was machst du jetzt? Lotus? Ne, Tachyon, schneller als das Licht. Grätschen. Sie hat noch fast volle Energie. Wird nichts bringen. Gott, ist das kacke. Fast so kacke wie ihr Spielstil. So young. Und es heißt Technik X-Zirkel. Hui. Das ist nicht so schön. Ganz und gar nicht. Eieiei. Ja, das was wird. So, jetzt haben wir da schon ein bisschen Zeit. Dann kommt Atlas raus. Dass der Kast schon mal ein bisschen sicherer ist. Der Wächter der Welt. Okay, da muss ich einfach erwarten, bis sie abgepowert sind. Und da muss ich irgendwie gucken, dass ich angreife. Jumbo presst die Atlantis Dam. Ach, Vollgas. Atlantis Dam. Ah, verdammt. Moment, da haben wir noch jemanden. Da haben wir noch Aitor. 231. Oh, das könnte einen Kombischuss geben. Das wäre richtig kacke. Magische Hand. Wow. Bams, bams, bams. Ha. Ende der Verlängerung. Was kommt jetzt? Effekte schießen. Okay, jetzt kommt wirklich keine Gefahr. Trial and Error. Noch ist alles möglich. Ha. Die sind gar nicht schlecht. Das wird exakt dasselbe Ende wie beim allerersten in der Summe 11. Entscheidung bei Elfmeterschießen. Gott, da bin ich so schlecht. Da bin ich so schlecht. Aber ihr könnt sich vielleicht denken, wenn der Port online ist, dann habe ich es eventuell geschafft. Also das ist nicht mehr so eine große Überraschung. Das ist der kleine Nachteil. So. Aber wie schaffe ich es? Das finden wir jetzt heraus. Ich muss jetzt herausfinden, wie ich das hier mache. Käse hin und her schieben. Wir sagen mal den kleinsten nach vorne. Zack, zack, zack. Ach, keine Ahnung, was da so wichtig wäre. Eine richtig gute Reihenfolge. Da habe ich einen Nullplan. Vielleicht noch Ricky weiter nach vorne. Verteidiger weiter nach hinten, dass wir wenigstens Bums haben. Wandli, bei dir bummst nicht so viel. Geh mal nach hinten. So. Okay. Jetzt kommt es wirklich nur aufs Glück an. Nach rechts. Bums. Nein. Nach links. Nein, es war in die Mitte. Verdammt. Der ist ja schon drin. Das ist die Entscheidung. Nee, noch nicht ganz. Wir haben noch genügend Schusszeit. Ich denke mal, dass die wenigsten erwarten, dass man nach vorne schießt. Also schieße ich auch mal noch mit in die Mitte. Zur Mitte, zur Tritte, zum Sack, zack, zack. Ha. Und drin. Die Synchro ist so ungewohnt. So, dann schieße ich mal nach rechts. Oder wäre nach rechts ab. Also schießt wieder in die Mitte. So, wieder in der Mitte. Ach Gott. Ihr müsst stärker werden.
Okay, dann berechnest du, dass ich jetzt auch in die Mitte schieße? Wahrscheinlich schon. Nein! Kann ich jetzt 10 versemmeln? Habe ich verkackt, oder? Jetzt hast du aufhören und aus, keine Ahnung. Okay, 2 ins Risiko. Du schießt in die Mitte. Das war jetzt links. Los, weiterkämpfen. 1-3, was heißt das jetzt? Okay, es läuft noch. Okay, es läuft. Es läuft. Schon, ich könnte jetzt auch noch 2 machen, dann wäre es 3-3. Also müsste ich jetzt alle reinbekommen und alle verteidigen. Ja, das schaffe ich definitiv. Erstmal, indem ich in die Mitte schieße. Also wenn der jetzt auffällt, dann... Also ich muss jetzt einfach reintreffen, sonst habe ich verkackt. Gut, in die Mitte. Damit rechnet er nie... Bitte weg aus! Nein! Oh, Chef. Ich habe sie enttäuscht. Hahaha. Damit wäre unsere Übermacht bewiesen. Na toll. Ihre Stärke ist überwältigend. Sie sind zu mächtig für uns. Unsere Macht ist beispiellos. Ihr wart Narren, falls ihr jemals Siegeschance ausgerechnet hattet. Hahaha. Verstehst du es jetzt? Fußball ist nicht so einfach und lustig, wie du denkst. Ich werde nicht aufgeben. Fortuna meint es gut mit denen, die bis zum Ende nicht aufgeben. Und deshalb gibt es noch einen Part, in dem wir sie endgültig zerstören. Denn ich habe jetzt keinen Bock, dass ich alles jetzt abbreche und die ganze Aufnahme lösche, denn es war einfach zu spannend und zu geil. Und ja, am Ende war es wirklich nur Glück. Außer ich hätte vielleicht noch Greif zusammen fusionieren können, dann hätte ich wahrscheinlich gewonnen, aber gut, hätte Fahrradkette. Ist aber definitiv verloren und das kotzt mich jetzt ein bisschen an, aber es ist auf jeden Fall ein spannendes Match und beim nächsten Mal, also beim nächsten Part, werden wir sie definitiv endgültig zerstören und 5 Sektor zerstören. Genau. Und erstmal Team Zero besiegen. Machen wir erstmal das. Okay. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal hoffentlich mit einem siegreichen Part gegen Team Zero wieder. Also, danke fürs Zugucken, ich hoffe ihr hattet viel Spaß und ich hoffe ihr seid nicht so enttäuscht, dass ich einen, ich sag mal, ein verkacktes Spiel hochlade. Das war glaube ich schon 1-2 Mal so, wo das Spiel so spannend war, dass ich mir dachte, okay, löschen wäre jetzt ziemlich kacke. Deshalb, jo. Man kann auch verlieren. Auch in der Summe 11 Meister wie ich, verkackt ein paar Mal. So wie jetzt gerade gesehen. Gut, kann man nichts machen. Außer Gewinner natürlich. Aber das machen wir dann im nächsten und dann endgültig finalen Story-Part. Denn wenn wir das haben, dann haben wir endgültig alles 100%ig abgeschlossen. Dann sind wir fertig und dann geht's weiter bei Inazuma Eleven Go Chrono Stones mit den Kindern der Nacht. Aber erst einmal Team Zero. Gut, also, danke fürs Zugucken und bis zum nächsten und dann endgültig letztes Mal mit Team Zero. Ciao.